Ich hatte vor wenigen Minuten Gelegenheit, mit dem Bundesvorsitzenden der JU, Paul Ziemiak, zu sprechen. Herr Ziemiak, Sie sind ja gestern mit großer Mehrheit gewählt worden und haben viel Applaus bekommen, auch für Ihre direkte Kritik an der Großen Koalition und auch an der Kanzlerin. Was erwarten Sie von Angela Merkel heute, wenn sie hier auftritt? Klare Worte, das ist das, was die Junge Union immer erwartet. Wie geht es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Wir haben diese Große Koalition erlebt, wie sie bisher gearbeitet hat oder wie sie sich vor allem mit sich selbst beschäftigt hat. Das muss aufhören. Darüber wollen wir heute mit Angela Merkel diskutieren. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren? Klare Fokussierung auf die Inhalte, nicht nur über Probleme sprechen, sondern auch Probleme lösen. Und wir wollen keine Selbstbeschäftigung mehr der Großen Koalition, sondern konkrete Politik. Und was ich auch erwarte, das hat aber nichts mit Angela Merkel zu tun, ist, dass die SPD sich endlich entscheidet. Will sie Opposition sein oder will sie Teil der Koalition sein? Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Union. Sie haben hier auch ein Papier auf dem Tisch, Deutschland 2030. Da entwickeln Sie so eine Art Zukunftsprogramm für Deutschland. Machen jetzt die Jungen die Arbeit der Alten? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist momentan ja auch eine irgendwie komische Situation, dass die Jugendorganisation von CDU und CSU ihre Mutterparteien zur Sacharbeit ermahnen und nicht, dass sie sich permanent mit sich selbst beschäftigen. Normalerweise ist das ja andersrum, dass die Mutterparteien die Jugendorganisation zur Sacharbeit mahnen. Aber diese Rolle haben wir uns nicht ausgesucht, aber die ist wichtig. Wie ist es denn dazu gekommen, zu diesem Rollentausch, der tatsächlich ein bisschen schrill ist? Da brauche ich ja keinem zu erklären. Wir hatten den Streit vor der Sommerpause, wir hatten den Streit nach der Sommerpause, die permanenten Querelen. Als Junge Union sind wir es leid. Wir wollen gute Politik für dieses Land und vor allem für unsere junge Generation. Keiner von uns hat sich diese große Koalition gewünscht. Das ist ja kein Herzensanliegen der Jungen Union. Aber, und das unterscheidet uns von den Jusos, wir wollen, dass gute Politik für Deutschland gemacht wird. Und das erwarten wir jetzt. Hier liegt auch ein Leitantrag auf dem Tisch, wo Sie doch in Teilen ziemlich knackig konservatives Law-and-Order-Programm auf dem Tisch liegen haben mit Stärkung des Militärs, Stärkung des gesamten Sicherheitsapparates, Verschärfung von Migrationspolitik. Ist das so eine Art konservativer Gegenentwurf zur Merkel-CDU, die wir in den letzten Jahren hier gesehen haben? Das ist ja überhaupt nichts, was man sagt, so konservativer Ruck. Das ist einfach vernünftige Politik. Wir haben uns immer als CDU dazu bekannt, 2%-Ziel der NATO. Die Junge Union hält daran fest, obwohl manche das verwischen, auch in unserer Partei, vieles andere mehr, wenn sie über Rechtsstaat sprechen oder Sicherheitsbehörden. Wir sehen doch, vor welchen Gefahren wir stehen und vor welchen Herausforderungen. Da muss man doch die Sicherheitsbehörden unterstützen, um die Freiheit eben, das Liberale in unserem Land zu schützen. Also das ist keine Politik links oder rechts, sondern eine Politik der Mitte. Oder ist es der Versuch, ein bisschen der AfD auch den Wind aus den Segeln zu nehmen? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wir sehen ja, dass die AfD selbst ihre Schwierigkeiten hat mit der Polizei, mit denjenigen, die für den Staat stehen. Das ist eine absolute christlich-demokratische Politik der inneren Sicherheit. Das ist unser Markenkern. Dafür stehen wir. Die Menschen vertrauen uns in diesem Bereich und die Junge Union versucht nur, das Profil zu schärfen. Wenn es so weitergeht wie in den vergangenen Monaten, wie lange geben Sie der Koalition in Berlin noch? Es hängt davon ab, tatsächlich, wie sich die SPD entscheidet. Im nächsten Jahr, spätestens nach der Europawahl, wird es spannend. Wir sehen, dass die Umfragewerte der SPD immer weiter zurückgehen. Und das ist tatsächlich die Frage, will sie regieren, die SPD, oder will sie opponieren? Beides zusammen geht nicht und das führt zu schlechten Umfragen. Was ist denn Ihr Wunsch, soll von diesem Deutschlandtag der Jungen Union hier in Kiel ausgehen? Normalerweise ist ja eine Parteijugend so ein bisschen rebellisch. Jetzt haben wir das Gefühl, sie wollen Frieden stiften. Ja, wir sind ja auch rebellisch. Wir wollen etwas anderes, was manchmal in der Öffentlichkeit nicht so dargestellt wurde, wenn es um die Große Koalition ging. Wir wollen, dass diese Koalition gut arbeitet. Ich finde, wir sollten uns jetzt mal konzentrieren auf die Landtagswahl in Bayern, danach auf die Landtagswahl in Hessen und dann auf die Europawahlen und dass wir geschlossen auftreten. Ich meine, das ist doch unsere Stärke als CDU und CSU. Wenn wir geschlossen sind, wenn wir zusammen streiten für unsere gemeinsame Sache, also für Deutschland, dann werden wir auch das Vertrauen, noch mehr Vertrauen der Menschen bekommen. Vielen Dank, Herr Ziemiak.